Moin, moin, Party-People und herzlich willkommen zur nächsten Folge Age of Empires 2. Wir sind hier stehen geblieben mit unserer bisher beschissenen Defensive. Wir haben jetzt endlich da hier die Burg stehen, mit der wir wohl hoffentlich ein bisschen auskommen werden. Wir müssen mal schauen, wie wir das zukünftig machen mit dem Thema. Mit dem Thema Offensive und Gold und Steine, weil ich habe jetzt hier bisher nichts weiter an Gold gefunden. Er ist ja immer noch nicht tot. Oh Gott. Oder vielleicht ist er wieder ein neuer. Ich weiß es nicht. Freunde, wir sollten. Ja. Ja, das ist okay. Ich brauche wieder einen, denn ich brauche auf jeden Fall die Universität. Muss ich hier errichten. Wo wurden wir angegriffen? Ach, da. Sehr schön. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen. Feuertrireme ist auch nicht verkehrt. 1, 2, 3 davon. Und nochmal 1, 2, 3 davon. Hier hinsetzen. Okay. Okay, hier ganz wichtig, Ballistik. Wir brauchen hier dringend ein paar Ritter. Komm zurück im Schutz der Burg. Jetzt könnt ihr. So. Es reicht hier aber nicht. Wir müssen hier eine zweite Burg errichten. Diese muss direkt hier neben stehen. Genau da. Okay. Bin aktuell nicht gut aufgestellt, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass wir das hinkriegen. Muss an die Schmiede denken, dass ich da ordentlich weitermache. Hier ist alles aufgebraucht. Kein Gold mehr. Untätig. Egal, ihr baut hier weiter. Wir haben jetzt kein. Sehen, was eure Ritter gegen unsere Langbogenschützen ausrichten können. Geh mal bitte hier gucken, ob du irgendwo Gold findest, was abgebaut werden kann. Ja, eure Langbogenschützen sind natürlich ein ordentliches Brett. Muss man schon mal so sagen. Und Holz, das können wir uns leisten. Wenn wir dann jetzt hoffentlich mal irgendwo. Jawohl. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir jetzt erstmal den ganzen Leuten die Aufträge geben müssen. Felder zu machen. Bis. Kann ich das hier zerstören? Nein, was war das denn? Ich würde das gern zerstören, das Objekt. Nee, kann ich nicht. Okay.
Da noch ein Feld hin, das passt. Guck mal, ob du hier beim Bäumenabbau noch helfen kannst. Noch ein Feld, ja. Ja, theoretisch sicher. Theoretisch wäre es hier schön, aber hier geht nicht mehr. Dann dahin. Hier ist noch ein Bauarbeiter, der mal eben kurz auch nochmal hier beim Holz hilft. Es ist hier nirgendwo Gold auf dieser Linie. Auf geht's da weiter. Hier ist ein Außenposten. Okay. Kann ich denn... Nee, Imperialzeit kann ich gar nicht. Wo werde ich angegriffen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ja, da ist schon mal... Nicht sterben, nicht sterben! Nein, nein, nein! Verdammt, Axt! Jetzt habe ich kein Gold. Nur ein schwarzes Eckchen. Ah, bitte wieder bewirtschaften. Dankeschön. Und hier mal hier zurück in den Schutz der Burg. Der Burgen. Was ich jetzt dringend brauche. Weil mit dem Gold wird es ja so langsam ein bisschen beschissen. Ist halt eben Gold. Und hier bitte Kavallerie. Erstmal einen berittenen Speer. Ein hierhin. Damit ich gleich unter Umständen doch nochmal irgendwo Gold finde. Das wäre hervorragend. Aber das Ding ist, wenn ich das richtig sehe. Muss man. Dafür in die Imperialzeit. Das können wir nicht. Das ist nämlich nicht möglich hier scheinbar. Mach mal nach da hinten. Ich würde ja auch hier im Wald rumbauen. Aber ich habe auch keine Steine dafür. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber... Mach mal bitte das Ding da kaputt. Ja, die werden die ganzen Steine schon alle weggenommen haben. Von wem werde ich denn angegriffen? Gar nicht. Hier sind Steine. Hundertprozentig. Freunde der Sonne. Hier, ich brauche mal euch zwei für Steinabbau. Nein, nein, nein. Greif das Ding jetzt mal nicht an. Nein! Mein Gott. Dann ist dieses Kackhafen-Ding dann endlich da weg. Steine ist ja schon mal ganz gut. Fehlt dann trotzdem gleich noch Gold. Ne? Gehen wir hier weiter gucken. Wälder abgeerntet, ja. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob das hier so viel bringt. Verstärkt alle Gebäude. Ja. Hier ist Gold. Hier ist Gold. Nice, 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 nice.
Mal schnell nochmal 3, 4, 5 Dorfbewohner fertig. Das ist doch eine gute Sache. Nee! Diggi! So nicht! Meine Steine. Ach, Quatsch. Hier oben noch ein Lager hin. Ein Goldvorkommen hier. Komm mal hier hin. Die anderen Dorfbewohner sind sicherlich teilweise auch schon da. Ja, ihr könnt beide ebenso hier schon mal rübergehen. Eine gute Sache. Du gehst mal bitte mit zum Steineabbau. Willst du mich eigentlich komplett verkaspern? Ja gut, dann müssen wir uns halt eben das Gold hier teilen. Das Ganze ist dann so. Man soll drei englische Burgen zerstören, nicht wahr? Also nicht Burgen irgendwie von Burgundern oder sowas, sondern englische, also die roten. Okay. Kommt da noch einer? Nee. Würde ich mal so behaupten, für euch hier. Baut mal ein neues Holzfäller-Camp hier hin. Okay, das sieht ja erstmal schon mal ganz gut aus. Wir haben auch wieder Gold, das heißt, wir können wieder investieren. Es wird wieder Gold geschürft, das ist wunderbar. Das heißt, auch hier kann es weitergehen von dem, was wir halt eben gegebenenfalls brauchen. So, ihr kommt zurück, das ist schon mal schön. Infanterie und Kavallerie, ja, Eisen gießen ist gut. Trotzdem sind wir. Die beiden bleiben hier. Das steht für mich fest. Ihr setzt euch mal ins Dorfzentrum. Das ist nur Nahrung, das können wir machen. Hier ist halt eben die Frage, auch immer das. Und eine Pikeniere, die können wir nochmal machen. Hier, Elite-Plänkler. Wenn wir Plänkler machen würden, ne? Ich muss jetzt gleich erstmal einen dazu beauftragen, hier so eine Waffenkammer noch zu bauen. Machst du jetzt mal gerade hier so eine Waffenkammer Gedöns hier hin? Ja, auch ein paar Belagerungswaffen basteln. Die Burgen können uns gut verteidigen, das ist schon mal nicht verkehrt. Und wenn wir Petardiere mitnehmen, ist das auch gut. Mit Petardieren können wir auf jeden Fall gut arbeiten in Bezug darauf. Mauern zerstören und so weiter. Hier oben haben wir ja schon mal eine Burg gefunden. Wenn wir da mit zwei Petardieren drei durchmarschieren, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Jawohl. Dann kannst du dich jetzt wieder hier
ans Holz begeben. Kann ich leider auch nichts von weiterentwickeln. Wir können es natürlich auch erstmal mit Rammböcken versuchen. Nur leider kriegen wir ja auch keine Treebox. Das wäre auch nochmal eine Variante gewesen. Aber dann werden wir es wohl hiermit versuchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 davon. Und Axtwerfer auf jeden Fall auch schon mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja. Macht ihr mal gegen die Burg. Das ist okay. Achso. Macht ihr die mal bitte weiter hier hinten? Ich möchte nicht, dass der irgendwo drauf geht. Passive Haltung. Ja, das ist gut. Felder abgeerntet. Okay. Das ist gut. Noch ein Feld. So. Klar werden uns Rammböcke im Endeffekt bei den Burgen helfen können. Da können wir mal wieder nochmal drei Rammböcke mitnehmen. Machen wir es erst ohne. Jetzt habe ich das Ding gebaut. Drei Rammböcke. Nehmen wir mal mit. Schmiede. Befiederung. Ja, komm. Vielleicht zählen die ja auch dazu. Sehr schön. Muss halt alles jetzt ein bisschen aufgerüstet werden. Nach für nach, ne? Und der hat wieder das Feld abgeerntet. Und da wir es neu sehen. Ah, hier ist noch ein weiteres abgeerntetes Feld. Und hier ist auch das nächste abgeerntete. Ja, ich kann das jetzt hier ja auch mal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machen wir 10. 12 Stück, passt. So, Stadtwache, was bedeutet das? Erhöht die Sichtweite aller Gebäude um 4. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Mensch. Botkin-Pfeil, ja. Ein Herr aus Rambergen? Wie original. Gut, dass du weißt, was ich baue, Spacko. Was ist das? Leichte Kavallerie. Naja, brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Hier, du kannst auch mal abtreten. Wenn es hier oben kein Gold mehr gibt und hier unten keine Steine mehr, dann ist das Ganze halt so. Dann kann ich es nicht ändern, aber dann habe ich erstmal was. Um gegebenenfalls einen Wiederaufbau zu machen. Ein paar Ritter. 4 Stück noch. Dann hätte ich gerne Armbrustschützen oder berittene Bogenschützen. Wer hat denn mehr Angriffskraft? 50 Angriffsstärke. Ne, Angriffsstärke 5, Angriffsstärke 6. Ja, dann die. 1, 2, 3, 4, 4. Ich habe nicht genug Gold. Okay. Ja. Ja, okay, ich habe nicht genug Gold. Kann ich verstehen. Habe auch im Moment gerade viel ausgegeben. Aber die sind ja da oben am Dingsen. Und wenn es keine Steine mehr gibt, gehen die mit darüber. So. Freunde der Sonne. Normale Infanterie brauche ich eigentlich nicht. Nee, hier. Nochmal 2. Jede Einheit, die uns im Endeffekt helfen kann, ist eine gute Einheit, würde ich mal so behaupten. Was haben die für eine Angriffsstärke? 7 plus 2. Ritter. 10 plus 2. Berittene Bogenschützen 6 plus 2. Die sind halt eben schneller.
Was haben die denn für eine? Quatsch. Es ist so doof, dass ich nicht eine Stufe weiterkomme. Okay, hier unten hat gerade ein Gefecht stattgefunden. Oh. Na gut. Ich habe 70 und jetzt dürfte auch keiner mehr produziert werden, ne? Ja. Gut. Bedeutet, ich gehe jetzt nochmal auf 1, 2, 3. Noch ein. Und zwei Ritter. Dann habe ich meine 75 voll. Und dann geht's an den Angriff. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, nicht wahr? Okay. Ja, ist jetzt gleich fertig. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch gucken wollen würde, ist vielleicht schon mal ausspähen, wo die ganzen Burgen sind. Warte mal. Der schwächste Ritter. Hier. Reite du mal nach da oben. Die Frage ist, brauche ich jetzt die ganzen Boote noch? Ich habe ja hier hinten den Hafen zerstört. Wahrscheinlich brauche ich sie nicht. Ich muss die Burgen ausfindig machen. Und das ist bescheuert mit dem gesamten Heer, weil das frisst unnötig Ressourcen. Hier wäre auch noch Gold, als das uns da hinten ausgeht. Müssen wir dann eben nur schnell reagieren. Oh. Auf geht's. Ihr könnt nochmal mit Gold abbauen. Hier ist noch Türmchen der Briten. Ah, da sind gerade welche entlang gelaufen. Dann ist doch hier noch eine Burg. Ja. Hier ist noch eine Burg. Und dann reite doch mal bitte hier oben her und gucke, wo die letzte Burg ist. Ich denke, sie ist irgendwo hier. Ernsthaft, jetzt wollen sie mich um Gold produzieren hindern. Ja, nee, gib dir das ja erstmal ab. Wo es weg ist. Ja. Ja, ihr werdet es nicht überleben. Schade. Naja. Wird wahrscheinlich die letzte Burg hier unten irgendwo sein, hä? Nein, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht sterben, nein! Aus. Aus! Wo hat die angegriffen? Hier unten? Danke. Okay. Hier wird die letzte Burg sein, okay. Mal ganz nah dran entlang, um zu sehen, wo sie genau steht. Sie wird ja irgendwo hier sein. Oh.
Ihr wart das doch vorhin auch? Ach, ich bin die Dagobert. Arschgeigen da hinten. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist die Burg. Okay. Dann kommst du... Weißt du was? Gold abbauen, bitte. Gute ist, Nahrung bzw. Holz kann ich verkaufen gut. In dem Fall. So, Freunde. Wir müssen jetzt gleich noch ein bisschen nachproduzieren, was Einheiten angeht. Ansonsten sind wir, glaube ich, recht gut aufgestellt. Worauf wird schon wieder geschossen? Achso, da oben spielt schon wieder jemand rum. Ich verstehe. Aber wir können jetzt hier weiter Gold abbauen, das ist schon mal ganz wichtig. Hä? Nein, hier. Geh da hin. Wo werden wir angegriffen? Ja, so blöd, dass er durch den Turm durchrennt. Nicht durch den Turm durchrennen, ihr Vollheit-Horste. So, jetzt könnt ihr da, kannst du da wieder so normal hinrennen. Das hier ist fertig. Was macht das hier eigentlich? Erhöht die Sichtweite aller Gebäude weiterhin. Kostet wie viel Gold? Das darf machen wir. Stadtpatrouille. Ist nicht verkehrt. Wir fangen da an. Hier auf der Karte. Oder wir machen erstmal die goldene Mitte. Nee, wir machen erstmal den da oben, glaube ich. Frage ist halt wirklich, wie viele Einheiten nehmen wir mit? Einen Ritter habe ich geopfert. Einen Ritter her. Also langsam sollten sie das mal lernen mit ihren Dorfbewohnern. So, das ist so jetzt so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Denn wir werden gleich zum Angriff übergehen, Freunde. Die beiden lassen wir hier. Lahir und Johanna. Da habe ich keinen Bock drauf, dass die mir hier abkratzen und ich alles von vorne machen muss. Ach du meine Güte, Mathe, warte mal, warte mal. Ein Lebenspunkt. Kann ich nicht so gut gebrauchen. Da gebt doch lieber hier noch einen Ritter bei. Noch mehr Dorfbewohner. Und du bist auch hinüber. Das ist auch schön. Hab ich sonst noch jemanden dabei, der unglaublich schwach ist? Naja, das lohnt sich noch nicht, die aufzugeben. Der stimmt auch schnell. Okay. Nee. Du hast da welche drinne. Nee. Was? Wo? Ach, da unten wieder. Ach,
Jetzt werde ich hier wieder angegriffen. Mann, ich will doch hier einfach nur das Gold abbauen. Ja, sterbt wieder. Okay. Gut. Wir greifen an. Wir laufen einmal nach hier. Am besten ohne durch irgendeinen Turm zu laufen. Das wäre wunderbar. Aber liebe Freunde, die Offensive werden wir beim nächsten Mal starten. Wir haben Folge 1 von dieser Mission damit verbracht, defensiv zu spielen wie sonst was. Erstmal was aufzubauen. Jetzt die Folge haben wir dazu genutzt, ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen aufzurüsten, Vorbereitungen zu machen. Und in der nächsten Folge werden wir angreifen. Ich persönlich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dann wieder dabei sein werdet, wenn wir wieder Age of Empires 2 spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen, ist klar. Gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Party People. Bis dahin.